nur noch eine Schulwoche hier in NRW, dann haben wir endlich Ferien. Leider. Denn ich finde das irgendwie doof, denn desto eher man Sommerferien hat, desto eher muss man leider auch am Ende wieder anfangen. Und dann beneide ich irgendwie immer die Schulkinder aus Bayern, wenn die dann noch 2 Wochen Ferien haben. Jetzt sind wir, glaube ich, sogar die ersten in Nordrhein-Westfalen, dieses Jahr die Ferien haben. Aber naja, eine gute Sache hat das Ganze. Die Gamescom in Köln ist eher. Und was dich sonst noch so auf diesem Channel erwartet, erfährst du in diesem Video. In den ersten 2 Ferienwochen bin ich im Urlaub in Griechenland. Vielleicht kann ich da ja mal so die ein oder andere Person interviewen, ob die Finanzkrise da in Griechenland jetzt wirklich so schlimm ist und wie die sich auf die Menschen da in Griechenland auswirkt. Das finde ich, glaube ich, mal ganz interessant und ihr wahrscheinlich auch. Und ansonsten werde ich da nicht so viel filmen, denn das England 2015 Video war ja schon ziemlich, ja, anspruchsvoll und deswegen Urlaub ist da, um Urlaub zu machen und nicht um zu arbeiten. Jetzt singt hier mein Bruder Fußballlieder. Wartet mal kurz. Irgendwie, seit neuestem ist in jedem Video irgendwas, dass da irgendwas nicht hinhaut oder einer laut ist. Im letzten Video waren es, glaube ich, die Kirchenglocken oder im vorletzten. Jetzt ist es dann hier mein Bruder. Ich sag mal eben Bescheid. So, könntest du bitte leise sein? Ja. Okay, aber komm, sowas muss auch mal sein. Er ist jetzt leise, er hat's eingesehen und er hat jetzt sogar gefragt, ob ich das rausschneide. Und ja, ich denke mal schon, also ihr werdet davon bestimmt nichts gehört haben, aber für mich war es wirklich richtig laut, als ob jetzt irgendwie einer neben mir stehen würde und dann mit mir sprechen würde. Aber egal, machen wir weiter mit dem eigentlichen Thema. Falls ich Tickets bekomme, gehe ich am 17. Juli zu einem Revierderby. Und nein, es ist nicht Schalke gegen Dortmund, es ist Bochum gegen Dortmund. Wie vielleicht einige von euch wissen, auch von Frag Philipp. Ich bin Bochum-Fan und daher finde ich das ganz toll, dass sie jetzt endlich mal wieder gegen Dortmund spielen, Saisoneröffnung. Und ja, da würde ich gerne hingehen, mal gucken, ob ich Tickets bekomme. Und wenn ja, dann nehme ich euch auch mal mit, also meine Kamera nehme ich mit und filme da mal so ein bisschen für euch, um Derby-Stimmung anzufangen, die dann hier auf dem Kanal weitergetragen wird. Irgendwie mache ich ja nur Fußballspiele auf diesem Kanal. Also wir waren ja schon bei Fulham gegen Brentford. Dann bei meinem Fußballtraining, jetzt vielleicht Bochum-Dortmund. Also das entwickelt sich hier wirklich zum Fußball-Channel. Aber nee, lassen wir das mal lieber. So, in der 3., 4. und 5. Woche habe ich jetzt noch nichts geplant. Da geht dann wahrscheinlich auch Fußballtraining wieder weiter. Aber vielleicht, das macht Mediakraft da Neuestem. Und das ist gut. Die geben einem dann zum Beispiel Tickets oder sagen, so, hier ist jetzt die und die Ausstellung, kannst du da ja mal hingehen, wenn er irgendwie das Gewinnspiel gewinnt und so. Kannst da ein bisschen filmen. Und ja, vielleicht ist ja mal wieder sowas, wo die anderen einladen. Und vielleicht nehme ich daran dann ja mal teil, nehme die Kamera mit. Mal gucken. Und ansonsten werde ich natürlich kräftig für euch Videos produzieren. Hauptsächlich Let's Plays, damit es mal auf dem Let's Play-Kanal ein bisschen weitergeht. Ich werde auch versuchen, mal öfter einen Livestream zu machen. Vielleicht auch mit dem Basti LP. Und diesen dann später auf YouTube hochzuladen. Jetzt letzten Sonntag, also vor einer Woche. Letzten Samstag war das, habe ich einen Livestream mal gemacht zu Forza 5. Den habe ich dann auch auf YouTube hochgeladen. Ja, und sowas würde ich dann auch in den Ferien ganz gerne machen. Macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Aber die letzte Ferienwoche hat es dann nochmal in sich. Tausende YouTube- und Gaming-Fans pilgern nach Köln in die Medienhauptstadt. Denn die Gamescom sowie die Videodays 2015 stehen an. Und ich werde auf jeden Fall auf der Gamescom sein. Mit dem Basti-LP wahrscheinlich auch. Am Donnerstag werden wir da über die Messe schlendern und uns die Spiele mal so angucken. Ja, ich würde ja gerne FIFA 16 mal gucken, vielleicht auch anspielen. Ja, mal gucken, ob das so wird. Ja, und dann bin ich auch noch am Überlegen, am Freitag zum Video Day zu gehen. Ich war da noch nie, deswegen überlege ich da gerade, ob ich da Lust zu habe. Aber, nee, mal gucken. Ich weiß es noch nicht, aber sagen wir mal 50-50. Falls ich mich dazu entschieden habe, dass ich zum Video Day gehe, werde ich euch natürlich auch umgehend darüber informieren. Also, jetzt nochmal zurück zur Gamescom, habe ich fast vergessen. Ich wollte euch nämlich nochmal fragen, auf welche Spiele ihr euch ganz besonders freut im Jahr 2015 oder ab 2016. Und generell, welches Spiel ihr gerne auf der Gamescom sehen wollt. Also bei mir ist es ja auf jeden Fall FIFA 16, vielleicht auch Forza 6 soll ja kommen.
Und ansonsten kommen eigentlich gar nicht so tolle Spiele raus, finde ich. Aber naja, was für Spiele, falls du Gaming interessiert bist, willst du denn gerne sehen? Schreib es doch mal unten in die Kommentare. Wenn du jetzt noch nicht genug von Games hast, kannst du hier gerne mein letztes Forza 5 Video angucken. Ist ein Let's Play, ich mache ja auch Let's Plays, für die, die es nicht wissen. Und wenn du das nicht weißt, weißt du, kennst du mich wahrscheinlich auch noch nicht so lang und hast mich noch nicht abonniert. Deswegen kannst du das hier ganz gerne nachholen. So, hier. Mann, ich zeige immer mit den Fingern, aber mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so oft. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Nächsten Sonntag um 17 Uhr gibt es dann das nächste Video. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, bis Sonntag um 17 Uhr. Tschüss.